Der ist auch verschwunden, da war nichts mehr, oder? Nein, gut, dann gehen wir hinab. So. Tränen, Moment, wo konnte ich denn die Tränen jetzt hinmachen? War das hier? Ach, ich bin doch doof, nein, das war der Löwe, richtig, der Löwe war's. Das ist schön. Ja, Dutsch. Jetzt haben wir was kaputt gemacht. Da sind wir eine Pfütze. Wenn man mit einem Metallgegenstand auf die Gitterstäbe klopft, hört man ein Geräusch. Aha. Das wird wohl irgendwie, keine Ahnung, was sein. Das wird hier vielleicht der Code sein, wenn man mit einem Gegenstand. Hiermit vielleicht. So, was steht denn da? 7, 5, 11? Moment. Das macht keinen Sinn. Okay, warte. 7. Aha, das ist, glaube ich, hier der Encodierer. So, 7 ist. Wo haben wir denn die 7? Ich habe hier keine 7. 4, 5, 6, 7, 2. 2, 4, 2, 5. 2, 4, 2, 2, 5. War nicht richtig? Doch. Nochmal. 2, 4, 2. Habe ich das nicht richtig abgelesen? Ach, 4. Hä? Moment. 5, 6, 7, 2, 4, 4, 5, 2, 4, 4, 5. Ihhh! Das sieht aber gruselig aus. Wir haben jahrelang geübt, konnten aber leider nie auftreten. Alles, was uns blieb, sind ungespielte Noten. Das ist aber traurig. Ja, und was kann ich jetzt machen hier? Ja, was soll ich jetzt damit? Ich dachte, hier geht's weiter. Oh, das Bild ist umgekippt. Ach, hier sind die. Grün ist richtig, rot scheint total falsch zu sein. Thank you.
Drache ist fertig. The creatures released have allowed access to the secret cavern. Behind its puzzle lie the steps into the kingdom where the beacons lay dark. You must be careful once leaving the safety of the underground. There are those that would see the beacon stay dark and a town trapped forever. Hier sei vielleicht kurz erwähnt, der Drache ist das Symbol des bösen Königs, während der Greif das Symbol der guten Königsfamilie ist. So, wir können ja jetzt auch nichts nehmen. Deswegen gehen wir einfach mal weiter. Was ist das? Ah, hier haben wir doch schon irgendwie was. Ein Schlossfragment. Wir haben doch auch das. Aber das fehlt uns noch. Steindrache. Ja, können wir den nicht einfach rausnehmen? So irgendwie? Wie kriege ich den denn da jetzt raus? Gar nicht. Dann weiß ich es nicht. Gehen wir erstmal weiter. Das ist... ein sehr verworrenes Bild. Bei solchen Rätseln, da neige ich auch eher zu, das einfach immer irgendwie zu machen, bis es irgendwann passt. Mit mäßigem Erfolg, wie ich leider sagen muss.
Unglaublich. Auf dem Sockel befinden sich 300 Meter tief. Schön, ist es schön. Immer wieder toll. Krass. Och, Madre. Was haben wir denn hier? Ah, okay, dann gehen wir erstmal wieder zurück. That allowed Iris to escape has found a way out of the tower through the underground. Raven, you must keep them from reaching the girl. Guard the library. War das nicht unser guter Freund aus den alten He-Man-Trickfilmen? Dieser schwebende Zauberer? Da haben wir einen Schal wieder. Nee, roter Stoff. Jo, also wir sind jetzt draußen in der dunklen Stadt. Wir können rechts, geradeaus und nach links. Oh Gott, so viele Möglichkeiten. Gehen wir mal nach rechts, da steht Art. Vogel eines Kolibris, Zeichnung eines Vogels. Eine große Scheibe. Ist aber nicht so schön hier. Wüstet hier alles. Hey, wer ist da? Was suchst du hier? Die blaue Laterne bricht ein Licht ins Dunkel. Achso, die Scheibe spricht. Ich habe aber keine blaue Laterne. Muss ich nachher... Ja, ich weiß. Da muss ich nachher wiederkommen, wenn ich eine blaue Laterne habe. Ich kann auch nur hier hoch und runter. Gehen wir jetzt mal nach links. Da ist ein... Großer Vorsatz. Noch ein Stück Stoff. Gehen wir hier mal weiter hoch. Oh, was ist das? Ein leuchtendes Bild einer Papierrolle schwebt über dem Wachturm. Leinwandfragment. Okay, kann ich jetzt aber nichts tun. Das ist aber böse.